jetzt sind wir wieder mal in der Werkstatt, in der GVVK-Werkstatt beim Simon. Dann sehen wir unser Auto, das Audi Coupé, Typ 89. Haben wir eine Standard-KW-Variante 1 verbaut. Was? nicht ganz gepfeffert V3, Sonderanfertigung. Dazu natürlich ganz schmale 18er. Mit dem dementsprechenden Reifen auch, das schmälste, was es eigentlich so gibt, in Anführungszeichen. Es gibt noch schmäleres, also das wäre dann schon eher für einen Sektor wieder für einen Golf 3, aber ein bisschen Reifen brauchen wir doch auf dem Auto. Es sind vorne 195 drauf, hinten 2,5er. Und ist kein 15-Liter Turbo, keine 600 PS. Ist ein stinknormaler, in Anführungszeichen, unkaputtbarer Motor, 2 Liter. Und wie gesagt, Simon ist ja immer der Meinung, je mehr Leistung das man hat, umso größer die Ölwanne ist drin, umso größere Antriebswellen sind drin. Und wenn das alles nicht verbaut ist, kann man das Auto viel besser tiefer legen. Und das hat er da wieder bewiesen, dass das funktioniert. Und wie gesagt, jeder würde jetzt eigentlich am ersten Blick sagen, das Auto ist unmöglich, dass das fährt. Das sehen wir aber jetzt dann gleich, dass das fährt. Und dann sagt jeder, oh, das ist keine Performance mehr, da kann man nicht fahren. Also muss ich gleich dazu sagen, der, wo sich jetzt dieses Video anschaut, wir sind jetzt hier nicht bei den Autos, die am Nürburgring fahren, die da Rundzeiten erledigen möchten. Also wir sind bei denen, die sind, wer langsam fährt, wird länger gesehen. Verstehst du? So ist das bei uns eigentlich, ist unser Ding. Aber jeder wird jetzt sagen, ja, das gibt's doch nicht, dass der so tief geht, was haben die da gemacht. Seit einer guten Woche wissen wir, Audi hat gesagt, schneiden ist erlaubt. Von daher funktioniert das schon. In diesem Sinne. Der Alex hat gesagt, ich darf mich nicht bewegen. Das ist für mich natürlich ganz schlimm, verstehst du? Innerlich zerreißt es mich schon, am liebsten deine zwei wie ums Auto rennen. Aber gut, ich bleib dann jetzt mal stehen. Also, wie gesagt, der Simon demonstriert uns das jetzt dann, wie man mit so einem Auto erfahren kann. Also, die Alice Company lebt nach wie vor. Wir halten ja nichts davon. Die meisten Kundschaften, die wo zum Simon zum Einbau kommen, die sagen dann, und, welches Airride ist da verbaut? Sagt der Simon, ja, du weißt schon, wo du jetzt da gerade gelangt bist. Also, du wirst bei uns am Hof nirgendwo ein Airride sehen. Wir fahren so, ach, das kann man doch nicht fahren. Und dann, ja, werden wir den meistens ein besseres belehren. Und von daher würde ich sagen, wie sagt man, Simon, walte deines Amtes.